liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute möchte ich mit euch das ganze Erdgeschoss neu und sommerlich gestalten. Wir sind gerade alle richtig in EM-Stimmung, ich hoffe ihr auch. Und wenn ihr erraten könnt, was ich für eine Wappe auf meiner Wange habe, dann schreibt die Antwort in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit diesem Video. Ich habe hier dieses kleine Regal vom Augenoptiker, das habe ich mit blauem Papier beklebt. Auf dieses Regal kommt nun das Telefon, eine Zeitschrift und ein Handy. Hier habe ich dieses rote Regal. Das hänge ich nun mit Kleberknete hier auf, dass man Taschen dran aufhängen kann. Dieses Bild habe ich mir aus dem Internet ausgedruckt und das lege ich jetzt hier vor die Haustür als Fußmatte. Hier an dieses Regal hänge ich nun Taschen sowie auch Miras Kindergartentasche. Ein kleiner Rucksack, ein Schlüsselbund und ein Portemonnaie. Jetzt geht es hier drüben weiter mit der Küche. Die stelle ich mir jetzt nochmals anders hin. Bei der Küche gibt es noch eine kleine Veränderung und zwar habe ich das Papier gewechselt. Vorhin war hier immer holzoptisch mit weiß, jetzt habe ich holzoptisch mit blau. Auch hier ist noch ein blaues Papier. Die Küche stelle ich nun jetzt so hin. Hier hängt noch ein kleines Schweizer Kreuz, weil ich ja aus der Schweiz komme. Ich weiß aber noch nicht, ob das hier hängen bleiben wird. Hier kommt jetzt die Kochinsel hin, die ist gleich geblieben und daran stelle ich jetzt noch zwei Barhocker. Hier drüben kommt jetzt das Sideboard hin, ein Teppich aus Klopapier und darauf der Tisch mit den vier Stühlen. Ich habe hier diese Sticker gekauft von Teddy. Die haben so Sommermotive, die gefallen mir richtig gut und die haben nur 1 Euro gekostet. Von denen werde ich jetzt ein paar aufhängen. Hier vorne habe ich jetzt das schwarze Kreuz abgemacht, dafür kommt jetzt da so ein Teddy-Sticker hin. Für hier nehme ich diesen Sticker, der ist so türkis. Und darauf steht Summer und es hat noch ein Flamingo drauf. Dann an den Kühlschrank mache ich auch noch einen und zwar diese Melone. Das sind alles so kleine Fähnchen. Die werde ich jetzt überall noch etwas verteilen. Jetzt schiebe ich das hier nochmals etwas zur Seite, damit ihr diese Wand hier hinten sehen könnt. Weil dort kommt jetzt nämlich noch dieser große Flamingo hin. Ich habe jetzt hier nochmals die Stühle und den Tisch etwas zur Seite genommen, damit ihr hinten das Sideboard besser sehen könnt. Da möchte ich jetzt nämlich auch noch etwas Deko haben.
Für das Sideboard habe ich mich für diese Melone entschieden. Die kommt auch aus diesem Sticker-Set von Teddy. Jetzt können die Tische und die Stühle wieder hin. Mit diesem Bereich hier vorne sind wir jetzt fertig und ich bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Jetzt geht es hier drüben hinter dem Sideboard weiter. Hier kommt jetzt das Wohnzimmer hin. Hier habe ich dieses Sofa, das habe ich vor 2 Jahren gebastelt und wieder gefunden. Hier kommt dann wieder ein Teppich aus Klopapier hin, ein Couchtisch drauf und hier drüben kommt das Fernsehmöbel hin. So, das ist die Möbeleinrichtung vom Wohnzimmer. Hier fehlt jetzt aber auch noch Deko. Ich habe hier so ein kleines Körbchen von Sylvanian Family. Hier drin hat es so selbstgemachte Brote. Die habe ich aus Fimo gebastelt und mit Pastellkreiden. Die Idee ist von Familie Becker und ich finde, das sieht einfach mega echt aus. Hier hinten kommt jetzt der Kratzbaum von Flecki hin. Und der Katzenkörbchen. Hier über dem Sofa möchte ich jetzt diese Ananas mit der Sonnenbrille haben. Die hänge ich jetzt aber lieber hier auf. Hier drüben am Sideboard kommt nochmal so ein Fähnchen-Sticker hin. Dieses Mal hat der Kaktus drauf. Etwas schief, aber naja. Aus diesem Sticker-Set habe ich jetzt noch diesen Aufkleber, wo Aloha draufsteht. Den klebe ich jetzt hier übers Sofa. Hier am Sideboard habe ich nochmals ein Fähnchenkleber befestigt mit dem Aufdruck Summer. Auf dem Sofa fehlen mir jetzt aber noch ein paar Kissen. Da nähe ich mir jetzt welche. Tut mir leid, die Kamera hat leider nicht mitgefilmt, aber ich glaube, die Kissen sind selbsterklärend. Von diesen Kissen habe ich mir jetzt 3 Stück gemacht und die kann ich jetzt hier aufs Sofa legen. Hier an dieser Wand fehlt mir jetzt auch noch etwas Deko und da klebe ich jetzt auch noch mal so Sticker hin. Hier habe ich jetzt eine Melonenschnitte und dann habe ich hier nochmals ein Fähnchenkleber. So, das Wohnzimmer ist fertig und mir gefällt es richtig gut. Und hier könnt ihr nochmals das ganze Erdgeschoss sehen. Mir gefällt das Erdgeschoss richtig gut und es kommt auch richtig Sommerstimmung auf, wenn ich es ansehe. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und lasst gerne ein Abo da.